Come water, carry me. Come water. Und damit herzlich willkommen zurück, ihr Lieben, bei The Flame and the Flood. Wir sind jetzt in der vierten Region von 10, die es hier wohl gibt, und haben da jetzt was Neues entdeckt, da diesen Stern auf der Karte. Da war ich jetzt noch selber gar nicht. Inzwischen habe ich mir 3 Hasenbeutel zur Erweiterung des Inventars um jeweils 4 Plätze gebastelt. Ich habe unser Floß verbessert. Oh, oh, oh. Okay. Ich zeige euch gleich mal eben, was wir im Inventar haben. Ich habe das Floß verbessert. Gaxiola Bay. Wildnis, wenn ich vorreite. Okay. Danger High Voltage. Errungenschaft freigeschaltet. High Ground. Okay, wir sind Tag 12, wie ihr sehen könnt. 11,8 Meilen. Wir haben inzwischen 3 Schienen, 5 Verbände, Wasser sowieso, Fleisch haben wir einiges. Ich habe immer ein Feuer auf Reserve, eine Sperrfalle. Wir haben inzwischen schon einiges zum Verbessern wieder, aber noch nicht geschafft, irgendwo anzulegen, wo wir es verbessern können. Wie ihr seht, wir haben viel mehr Plätze und unser Fluss halt auch. Das ist das Schöne. Das gehen wir auch aufs Fluss und ansonsten den Rest können wir mitnehmen, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal, was uns hier erwartet. Wie gesagt, also hier. Was bellt denn da an? Da ist ein Briefkasten. Okay. Waffenschmieden. Oh, gerne. Haben wir schon eine Belohnung wieder? Nein, im Moment nicht. So. Nochmal die Kisten. Nähsätze. Oh, nehme ich gerne. Wir müssen auch dringend bei unserer Kleidung verbessern. Hier ist ein Feuer. Wer bist du denn? Flimflam. Schönes Wetter, Fremder. Du siehst aus wie jemand, der ein Tauschgeschäft zu schätzen weiß. Mein Name ist Flimflam. Ein fairer Handel ist meine Sache. Entschuldige diese kleine Straßensperre, für einen kleinen Gefallen werde ich sie sofort öffnen. Du bist mir im Weg. Ach. Nö, was ist dieser Gefallen? Die Sache ist die, ich muss an 2 Orten gleichzeitig sein. Ich versuche, einen alten Radiosender einzuschalten, um meine fairen Angebote anzupreisen. Ich muss mich um die Angelegenheit Ionen kümmern, während jemand den Schalter umlegt. Bist du der Richtige dafür? Wo ist der Schalter?
Freue mich, dass du dabei bist. Lauf den Hügel dort hinauf, lege oben den Schalter um. Stelle sicher, dass alles sich dreht. Machst du das, dann sorge ich dafür, dass der Fluss für dich frei ist. Lässt sich einrichten. Sichere Sache. In kürzester Zeit wirst du auf dem Weg sein. Ich bin eine ehrliche Haut, weißt du? So ehrlich, wie der Tag lang ist. Okay, alles klar. Eine sichere Sache. Wir sehen uns. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas hier im Feuer machen kann. Dann wird es keine sichere Sache. Aber ich glaube, ich kann jetzt nichts machen. Im Moment ein bisschen schlafen. Oh, da, Juckerkuchen. Das mache ich doch gerne, wenn es um Vorräte geht. Bevor wir die noch versehentlich roh essen. Und das Fleisch nochmal eben. Das müssen wir aber auch auffuttern. Ich glaube, dann wäre vielleicht mal eben so 2 Stunden schlafen nicht schlecht, ne? Oh je, na gut. Machen wir jetzt einfach mal eben. Aber mehr als 2 gibt es nicht. 2 Stunden. Mehr kann ich leider nicht machen. Und dann holen wir uns eben nochmal Kohle aus dem Feuer. Ich weiß noch nie, ob man daraus vielleicht Wasserfilter basteln kann. Sichere Sache. Der ist so ehrlich, wie der Tag lang ist. Und wir wissen ja nun, dass die Tage hier nicht besonders lang sind. Daisy kommt nicht mit. Warum nicht? Gibt es aber auch nichts zu finden. Oh, da stürzen schon Felsen runter. Okay. Ach du Schande. Aha. Da kann ich nicht lang. Ich muss dahin. Ach herrje, aktiviere das Relais. Bitte begeben Sie sich zur Evakuierung zu den Engelsgärten. Ziel erreicht, Funksignal. Okay. Neues Ziel Engelsgärten. Okay, das war es jetzt tatsächlich schon. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Okay. Oh, Daisy. Komm, meine Kleine. Gut, haben wir gemacht, alter Mann. Oh, schien jetzt innen drin. Alles summt vor sich hin, also was sagen die Stimmen im Radio jetzt? Diese schönen Waren verkaufen sie nicht von selber. Wo sind jetzt diese Landeier? Ich meine aufrichtigen Bürger. Hört sich an wie Engelsgärten. Davon habe ich schon etwas gehört. Alle möglichen Sachen. Irgendetwas von Rettung. Menschen, die weggebracht werden. Alles Quatsch, wenn du mich fragst. Meistens lügen die Leute, wenn sie Geschichten erzählen. Selbst wenn das gar nicht nötig ist. Das habe ich am eigenen Leib erfahren. Das erinnert mich. Es hört sich akzeptabel an. Ich habe mir das hier besorgt. Isolierte Handschuhe. Ich gebe sie dir für die Sperrfalle. Was sagst du dazu? Hört sich gut an. Das ist zu seinem Vorteil. Also die Sperrfalle ist mir mehr wert, weil isolierte Handschuhe brauche ich nicht. Wir haben ja schon bessere Handschuhe. Huch, jetzt habe ich es weggedrückt. Wieso? So ein Kommentar zweifelt meine Aufrichtigkeit an. Hast du es noch nicht gehört? Flimflam. Faires Erstillen. Seltenes Stehlen. Wir sehen uns. Kaum sind die Tore geöffnet, muss ich niesen. Okay. Nee, komm, Daisy, wir wollen weiter. Was bellst du denn jetzt? Wir wollen weiter. Dann kann ich doch auch jetzt hier die eine Quest absammeln, ne? Bauzeichnung kriegen wir. Daisy? Komm, Mädchen. Komm, meine Kleine. Daisy, 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 Daisy. Da ist sie ja schon wieder. Okay. Gut. Wir können einen Wasserfilter machen, tatsächlich. Mit 2 Kohle, Rohrkolben, Lumpen. Das machen wir doch so gleich. Alles klar. So, und dann wollen wir mal weiter.
Richtung Engelsgärten. Also mit dem Ruder, was ich habe, wie gesagt, Ruder und eine Floßerweiterung, oh, wir sind durstig, kann man tatsächlich wesentlich besser, Daisy hüppelt da so rum, steuern. Man kann tatsächlich auch mal so richtig nach links oder nach rechts zurück. Also wenn man ganz knapp an irgendeiner Landestelle vorbeigefahren ist, kann man immer noch nicht. Wow, es ist aber weitläufig hier. Und hier in dieser Gegend sollen wenige Anlegestellen sein. Hier wird aber auch jetzt gar nichts angezeigt. Okay, dann geben wir mal eben ein bisschen Kette. Soweit wir können. Ich würde ganz gerne mal versuchen, das zu verbessern, mein Fluss, beziehungsweise auch zu reparieren. Alles klar. Da kommt schon wieder... Wenn jetzt hier wieder die lustige Musik wäre, das wäre schön, aber jetzt ist er ziemlich betrübend. Betrübend, betrüblich. Ach, hey, okay. Ach, warte mal, können wir links vorbei, dann kann ich versuchen, das noch mitzunehmen da, die Beute. Schafft man das? Ja. Alkohol, das ist gut, daraus können wir Mud Crab Flat. Industrielle Zone, wenig Nahrung, viele Gefahren. Wow. Ah, weil da Container liegen, ich sehe es schon. Ach du Schande, warte, ich möchte die Leute auf der Seite. Ach du grüne Neune. Oh. Angelhaken ist auch okay. Ich würde ja ganz gerne dann... Das Camp könnten wir meinetwegen außen vor lassen. Maul wäre, okay. Und was trinken muss ich da erstmal. Wir nehmen die Station mit, auf jeden Fall. Da gibt es ein bisschen mehr zu holen. Aber erstmal müssen wir was trinken. Das ist unser letztes Wasser, ne? Und das können wir auch noch gleich essen, bevor uns das nämlich... Ach! Brauchen wir gar nicht, bevor uns das schlecht wird. Dann essen wir hier noch den Knoblauch auf. Dann haben wir einen Inventarplatz mehr. So, die Floßverbesserung, die können wir aufs Floß selber legen. Und die Maulbeere brauchen wir jetzt auch nicht. So. Jetzt mal so ein bisschen horchen, was hier vielleicht rumkreucht und fleucht. Oh, Setzlinge, die nehme ich gerne. Die kann ich für alles gut gebrauchen. Sperrfallen. Noch ein Setzling, sehr schön. Ach, das ist wieder Magnolie. Aber in der Nähe kann ja auch durchaus was Fieses sein, das wissen wir ja schon. Menschliche Knochen rum. Das ist ja nicht sehr. Gift-Efeu. Nein, da will ich nicht reinrennen. Okay. Vorsichtig. Rohrkolben können wir wieder mitnehmen. Wegschmeißen geht immer noch. Was ist das? Ah, Sumach. Das ist gut. Können wir wieder was Vergiftetes draus machen. Und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen schlafen gehen. Ich sag mal, 3 Stunden müssten erstmals reichen. Geht ja nicht anders. Ja, wie lange das Let's Play jetzt hier selber noch dauert, das weiß ich gar nicht. Ich wollte es eigentlich nur ein bisschen vorstellen. Inventar voll, na toll. Gehen wir mal rüber zu Daisy, auch wenn da immer noch Aesop steht. Und den Alkohol auch. Das essen wir mal eben. So. Dann nehmen wir die nämlich auch mit. Da können wir nämlich dann prima verdorbene und vergiftete Köder machen, mit denen man auch super die Wölfe erledigen kann. Wobei ich für die Schweine immer noch die Sperrfallen brauche.
Das offene Gelände macht mich jetzt ein bisschen nervös. Okay, das war's aber schon. Ah, noch ein Setzling. Oh, super. Du bist klasse, Daisy. Ich überlege gerade, ob ich noch ein bisschen Benzin mitnehmen sollte. Wir haben so viele Gefäße frei. Ich nehme einfach mal noch was mit. Ich glaube, einmal haben wir schon. Nee. Wir können sie ja nochmal ansprechen. Vielleicht hat sie uns was Neues zu erzählen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, sie erzählt immer noch das Gleiche. Magnolie, brauchst du was zum Fressen? Hase? Danke. Onkelhaft und großzügig. Hab schon mein Brot mit dir geteilt. Sollte ich mit dir ein bisschen Wissen teilen? Warum nicht? Was sagt. Das hatten wir, glaube ich, jetzt jedes Mal, ne? Ah, das hatten wir alle schon. Vielleicht sagt sie ja mal was anderes, wenn wir das nicht wollen, ihren Rat. Hier ist uns aber gar nichts mehr. Okay, dann geht's weiter. Irgendwas Neues zum Bauen. Wir machen mal eben einen gehäuteten Hasen, den sie uns gegeben hat. Ja, Falle könnten wir auch noch machen. Und mit dem Alkohol mache ich grundsätzlich Verbände. Und dann fahren wir jetzt einfach weiter. Also wie gesagt, vom Lenken her, das ist eine wesentliche Verbesserung. Hey! Ach, schade, das geht immer dann immer leiser, wenn man im Inventar ist. Kann ich noch was? Ah, das Floß ist voll, verdammt. Was? Wo? 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 Ich höre ein Schwein. Jetzt wollte ich gerade die Musik wirklich genießen. Okay. Dann eben. Ich höre dich doch. Komm her. Hä? Ich hör's doch, wo ist es denn? Wo ist das Schwein denn? Ja, ein passender Abschluss des Liedes. Geht doch.
Doch, Federn haben wir, glaube ich, auch auf dem Floß. Rohrkolben haben wir jetzt, glaube ich, erstmal genug. War da noch irgendetwas? Feuermacherin! Und ich glaube aber belohnungstechnisch. Doch, wir können ein Gefäß kriegen, verdammt. Komm, ich esse den einen Kunobi hier. Und dann nehmen wir das Gefäß natürlich mit. So, haben wir hier noch irgendetwas, wo das Schwein rumgedümpelt ist? Nee. Ist ja diese hier. Da ist auch nichts? Nee, okay. Und hier ist, glaube ich, sonst auch nichts mehr. Ja, die lassen mal die Rohrkolben. Wir haben schon zu viele. Wir müssten erst wieder unser Inventar entleeren. Können wir noch irgendwas aufwerten? Wir haben jetzt wieder Wildschwein. Ah, toll, danke. Mütze. Wir haben Wildschwein, Handschuhe, Hose und Stiefel. Handschuhe, Hose und Stiefel. Dann mache ich jetzt eine Mütze. Ich glaube, das bringt immer ein bisschen mehr. Ausstatten. Ja, das ist Kälteschutz von plus 10. Und aus unserer anderen Mütze, die nur plus 4 hat, machen wir Lumpen. Das legen wir auch aufs Floß. Achso, ist voll, verdammt. Wir auch nicht. Na, spitze. Ja, Feuer können wir jetzt auch nicht machen. Bei dem schlechten Wetter. Dann bleibt uns eigentlich jetzt nur... Wow. Oh Gott, nein! Nicht da lang! Da waren so viele Felsen. Die Loyola-Ruinen. Spirituosenhandel. Alkohol. Das heißt für uns Verbände. Den können wir mal eben aufessen. Es verdirbt sowieso alles irgendwie und irgendwann. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Herr Löwenzahn. Oftmals hört man die Wölfe dann schon außen. Wieso ist hier ein Loch drin? Heulen, also von daher hoffe ich mal, dass wir jetzt hier keinen... Oh, Setzlinge. Sehr schön. Trotzdem Vorsicht. Alkohol. Schrauben auch gerne mitgenommen. Salz. Ja, Salz ist nicht schlecht wegen geplökeltem Fleisch. Warte mal, die Schrauben können wir eben Daisy geben. Dann nehme ich das Salz mit. Und dann können wir, glaube ich... Wir haben ja noch Pökelfleisch im Inventar. So. Was bellst du denn an? Noch ein Setzling. Oh, du bist klasse, Daisy. Braver Hund. Ich glaube, dann sollten wir auch vielleicht gleich mal... Haben wir ein Feuer dabei oder habe ich das auf Floß gelassen? So, jetzt können wir den Sumach auch mitnehmen. Oh, ich kann mal schon teilweise sehr gut abgreifen. Das sind Maulbeeren, die brauche ich nicht unbedingt. Denn die geben einfach zu gering Hunger und Durst zurück. Ja, den Quilt, den können wir nochmal lesen. Was, der Quilt von Alufolien-Pat? Es gab nicht sehr viele, die mehr als der alte Pat Pearl glaubten, dass ihre Gedanken von anderen kontrolliert würden. Er trug fast 40 Jahre einen Alufolienhut, um die Gedankenstrahlen der Regierung abzulenken. Als von der Evakuierung gesprochen wurde, reagierte er wie erwartet, kaufte so viel Aluminium er tragen konnte und kauerte sich in seinen Bunker. Seitdem wurde er nicht mehr gesehen.
Alles klar. Gut, dann eben nochmal wieder zurück. Das ist doof. So, da machen wir mal einen Verband raus. Und da haben wir nicht noch ein Lagerfeuer hier auf Tasche? Haben wir nicht. Aber ich glaube, wir können den Zoomer aufs Floß legen. Das Holz auch? Ja. Okay.